Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch alle und auch meine lieben Abonnenten begrüße ich ganz herzlich. Ja, heute möchte ich über ein ganz besonderes Thema sprechen, und zwar Veränderung. Viele Menschen im Leben verändern sich durch zum Beispiel einen Schicksalsschlag oder durch eben was anderes. Und ja, auch ich habe mich verändert. Und ich muss euch sagen, es war alles geschauspielert. So, machen wir mal das Radio aus und ich erzähle euch mal, wie das eigentlich so war. Im Hintergrund seht ihr ein live erspieltes Gameplay auf der Map Los Santos. Es war so. Ich bin kein Leader der Zombie-Cowboys. Ich bin kein Präsident, ich bin kein Gott und ich möchte erst recht, um Gottes Willen, meine Freunde, keinen Gottesstaat in einem Los Santos errichten. Und das ist schon mal das Erste. Es war sehr schwierig, sich in dieser Zeit, es war für mich auch sehr schwierig, in diese Rolle reinzukommen, als Psychopathen. Ich war ja wirklich ein Psychopath, anders kann man es nicht behaupten in dieser Zeit. Und auf jeden Fall war ich schon ein Psychopath, aber ich möchte hier nochmal ganz klarstellen, warum ich das getan habe. Ich wollte trollen. Ich wollte einfach trollen. Ich wollte einfach Hater anlocken, ich wollte Hater reizen und ich wollte die Konfrontation mit den Hatern haben. Und das ist mir sehr gut gelungen und mir hat das natürlich auch viel Spaß gemacht. Aber es gab keinen einzigen Moment bei den Videos in der letzten Zeit, wo ich YouTube Gamescom auf der PS4 das ernst gemeint habe, was ich gesagt habe. Nicht einmal. Das muss ich hier auch nochmal ganz klar sagen. Ich bin ein ganz normales Mitglied der Zombie-Cowboys. Und ich bin auch nichts Besseres. Ich bin auch kein Babo oder wie man das auch immer nennen mag. Sondern ich bin ein ganz normaler Zocker, der YouTube-Videos produziert auf YouTube. Bam! Das war's. Mehr ist das nicht. Auf jeden Fall tut mir es schrecklich leid. Natürlich haben viele die Veränderung mitbekommen auf meinem Kanal. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Viele haben mich auch deabonniert, viele disliken und das kann ich auch absolut verstehen. Das ist schon mal das dritte oder so. Ich bin kein Islamist geworden, ich bin auch kein Junkie geworden, sondern ja, ich bin immer noch der Alte, aber der einfach nur Bock hatte zu trollen und mal zu schauen, ja, was passiert eigentlich, wenn ich einen Gottesstaat in GTA errichte. Und man merkt eindeutig, ganz viele Leute mögen das überhaupt nicht. Nee, die Leute mögen das überhaupt nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn, einen Gottesstaat in GTA zu errichten. Ups, und jetzt muss ich meinen Controller aufladen. Wie sieht es aus? Wie geht's jetzt weiter auf meinem Kanal? Es kommen ganz normale YouTube-Videos. Höchstwahrscheinlich nicht jeden Tag. Aber alle 2 Tage kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen, dass da YouTube-Videos kommen. Und ich werde wieder Commentaries machen, themenbezogene Videos, wo ich über ganz tolle Themen rede, wie zum Beispiel auch, lohnt sich es zum Beispiel Pfefferspray zu kaufen in dieser heutigen Zeit? Oder sollte ich mir lieber eine Gaspistole besorgen? Solche Fragen, solche Antworten oder Themen wie, wie mache ich einen Waffenschein? Was brauche ich dafür? Gold, Öl, Erdöl, Strahlung, Atombombe. All diese Themen werden wir noch bearbeiten in meinen Videos. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Aber ich denke schon, dass ihr Bock drauf habt. So. Entschuldigen möchte ich mich natürlich, ja, wie schon gesagt, bei allen meinen Abonnenten. Und auch bei den Leuten, die ich auf YouTube beleidigt habe, in einer Art und Weise, ja, das ist schon nicht mehr feierlich. So. Genau. Und nun ja, jetzt kann ich nichts anderes sagen als sorry,
Und ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ich wollte nur trollen, ich wollte sehen, was passiert, wenn man einen Gottesstaat errichtet. Und ich wollte sehen, nee, ich habe es teilweise auch etwas genossen, diese Hater zu haben. Aber jetzt ist die Zeit vorbei. See you later, Alligator. Der neue YouTube Gamescom ist da. Der ganz normale, alte. Ciao.